Es gabelt sich hier. Okay, hier ist vielleicht von der anderen Seite dann ein Rückweg. Bisher sieht diese Ritualhöhle allerdings recht leer aus. Hier spaltet sich der Weg wieder. Hier geht's da hoch und da lang. Also nur um sicher zu gehen, gucken wir auch mal kurz, ob es da wirklich weitergeht. Ah ja, auch hier geht's weiter. Ich nehme mal an, hier geht's da oben lang und dann war's das schon. Gucken wir einfach mal. Die Riesenschädel hier. Salina? Consummatum est. Und nun, erhebe dich. Und ihr seid auch wieder da. Wie immer zu spät. Aber dafür dürft ihr als Erster mein Werk bewundern. Ist es nicht prächtig geworden? Was habt ihr mit Salina gemacht? Ist es nicht offensichtlich? Ich hatte euch eigentlich für klüger gehalten. Aber wenn ihr nicht von allein draufkommt, will ich euch auf die Sprünge helfen. Ich habe ihrem sinnlosen Dasein ein Ende gemacht und ihren Körper einem wichtigeren Wesen zur Verfügung gestellt. Es hat zwar etwas länger gedauert, als geplant war, aber es hat sich gelohnt. Meint ihr nicht? Wie konntet ihr so etwas tun? Das ist abscheulich. Dafür werdet ihr mit eurem Leben bezahlen. Nehmen wir die Tut nicht so scheinheilig, als ob ihr in der Wahl eurer Methoden zimperlich seid. Und nun, solltet ihr die Gelegenheit haben, mein Werk genauer kennenzulernen. Vernichte sie, meine Schöne. Okay. Okay. Ah, oh, Salina hat 800 Lebenspunkte. Ich versuche mein Bestes. Bei Angros spart. Phorax. Und hat einen Armaturz an. Und haut Schaden raus, ey. Oh, und sie kann mit Zombie Gravis einschläfern. Das ist auch nicht schön. Ich versuche mein Bestes. Wo kommen jetzt die Riesenskorpione her? Okay. Also, wir meiden erst einmal diese Höhle. Denn da ist Salina drin und die ist böse. Okay.
Ich meine, es ist ja nicht schon schlimm genug, dass Salina unglaublich stark ist, mit Zaubern und Schlafen legen und allem, aber dass dann auch noch Skorpione kommen. Nee. Einfach nein. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Ich glaube, hier hat irgendjemand das Layout von einer bestimmten Höhle genommen. Ich glaube, hier kennt die Höhle sogar einigermaßen. Hat ein paar Sachen hingepackt. Das heißt, wir haben jetzt keine großartige Wahl, als uns mit Salina anzulegen. Aber diesmal machen wir das gebufft. Okay. Consummatum est. Und nun, erhebe dich. Ich habe ihren Tut und... So, jetzt haut sie ihn wieder. Meint ihr? Mein Atem geht ruhig. Na klar. Phorax. Ein Schwert. Bei Angriff. Blitz dich find. Lass das mal Vorgriff machen. Okay, jetzt lassen wir erst einmal. Okay, da kommen die Skorpione. Ja, na klar. Okay, die Skorpione, die können zum Glück nicht viel. Bei meiner Axt.
Okay, neue Skorpione. So, jetzt sind wir alle versteinert. Und Gwendala kommt als erstes aus der Paralyse raus. Sag mal, heilt die sich? Ganz ehrlich, irgendwann müssten hier doch mal die Astralpunkte ausgehen. Und das kann ich jetzt richtig gut gebrauchen, dass er schon wieder versteinert ist. Dass er schläft, kann ich noch weniger gebrauchen. Bitte sag mir, dass das wenigstens jetzt die letzten Skorpione waren. Zu spät. Ich bin zu spät gekommen. Der Eigenhäuge hat sein uneigenes Ritual bereits an Sanila durchgeführt. Scheint sie besessen zu sein. Sie hat zuerst den Einäugigen mit einem Zauber zu Boden gestreckt und jetzt greift sie mich an. Ich habe keine andere Wahl, als Sanila zu bekämpfen. Ich hoffe, ich muss sie nicht töten. Aber ganz ehrlich, Paralysis? Die ganze Zeit? Und ja, Sanila heilt sich. Und wie sie sich heilt. Ganz ehrlich, wenn sie ständig Paralyse spammen kann und das auch tut, dann ist der Kampf nicht zu schaffen. Ich bin mehr mit den Skorpionen. Außer es spawnen jetzt keine Skorpione mehr. Aber wenn ständig Skorpione spawnen und sie sich heilt und Paralyse spricht, dann ist das nicht zu schaffen, dieser Kampf. Bei meiner Axt! Mein Atem geht ruhig. Guckt, schon wieder in Paralyse. Und schon wieder Skorpione. Ah, tut mir leid. Tut mir ganz ehrlich leid, aber ich werde jetzt hier erstmal nochmal speichern und einen Cut machen. Und dann überlegen wir uns, wie das weitergehen soll. Wir speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.